Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt es euch denken, ihr habt es euch gewünscht. Ich bin heute da, um mit euch gemeinsam die neue Natasha Denona Retro Palette komplett auseinanderzunehmen. Wir werden einen Look schminken. Ich habe sie schon benutzt. Ich habe schon so eine kleine Meinung dazu und freue mich, mit euch dieses Video gemeinsam zu beschreiten. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wundervolles Wochenende und falls nicht, hoffe ich, dass euer nächstes selbstverständlich besser wird. Und falls ihr neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Wir haben 88.000 jetzt vor ein paar Tagen geknackt und vielleicht schaffen wir ja irgendwann die 100.000. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich dennoch über jeden Einzelnen, der hier mit dabei ist. Und das ist einmal das Schätzchen hier. Erst einmal auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank an euch nochmal. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich vor einigen Wochen, einem Monat, zwei Monaten, Teil der Natasha Denona Kampagne für den Eyeliner war. Und damit komme ich tatsächlich am besten zurecht. Ihr wisst, ich bin eine Niete, was Eyeliner angeht. Aber ich möchte es ganz transparent machen, auch diese Palette habe ich als Teil der Kampagne bekommen, aber ich bin nicht bezahlt. Also das ist einfach, ich habe sie vor 2 Wochen ungefähr bekommen, konnte Content dafür kreieren, konnte ein Reel dafür machen, um Natasha Denona beim Launch zu unterstützen. Es gab kein Geld und auch dieses Video ist nicht Teil der Kooperation, beziehungsweise es ist keine Kooperation. Ich habe einfach die Palette bekommen und im Gegenzug dazu habe ich dieses Reel für euch machen können vorab, was ihr am Samstag gesehen habt. Und dafür möchte ich mich natürlich bedanken, dass es so eine große, für mich sehr, sehr Vorbildfunktionsbrand mich, kleiner Maus, auf dem Schirm hat und ich das machen darf. Vielen, vielen Dank dafür. Heute geht es aber wirklich um die Retro-Palette. Ihr wisst, bei Natasha Denona, die Lidschatten sind eigentlich immer gut. Aber ich habe festgestellt, in den letzten 1,5 Jahren, seitdem ich eigentlich alle neuen Paletten teste und auch bestimmt schon 500 Euro, 600 Euro für Natasha Denona Produkte ausgegeben habe, dass nicht alles für jeden was ist. Meine Meinung zu den kleinen Paletten kennt ihr. Sie sind sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube, ihr habt am Freitag ein Video von mir gesehen, wo ich die kleine Palette, die Camel Palette ist das, glaube ich, gegen die von Catrice nochmal gegengewogen habe. Und ich glaube, dass die kleinen Paletten für den schmalen Geldbeutel, für High-End-Qualität sehr, sehr gut sind. Die Catrice-Paletten sind wunderbar. Und wenn du nicht 25 Euro für eine Palette ausgeben willst, niemand würde es sehen. Wirklich. Und du würdest es nicht merken. Die großen Paletten, also das ist diese Midi-Size-Palette, glaube ich. Es gibt einmal die kleinen, dann gibt es diese Midi und dann gibt es noch mal eine, das ist, glaube ich, noch eine Reihe mehr oder so. Die sind schon sehr, sehr teuer. Ich glaube, die liegt jetzt hier bei, ich schaue nach, die liegt jetzt bei 68,95 Euro. Das ist schon eine Menge Geld, auf jeden Fall. Aber wir haben hier 15 Farben mit drin und zwar sieht die Palette einmal von innen so aus. Ich bin extra ein Stück weiter weggegangen, weil hier die Belichtung eigentlich am besten ist. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht habe ich sie sogar, Sekunde. Nee, Tatsache habe ich sie nicht. Es gab ja auch schon mal so eine kleine Retro-Palette. Das sind dann immer diese Fünfer-Paletten mit auch kleineren Fännchen. Und man kann eigentlich immer abschätzen, wenn sie mit einer kleinen neuen Palette rauskommt, wird sie auch, wenn sie gut gelaufen ist, mit einer großen rauskommen. Was mich aber so ein bisschen verunsichert hat, ist die kleine. Ich zeige euch hier mal ein Bild. Ich blende es euch ein. Da sind auch grüne Farben mit drin. Und das haben wir hier gar nicht. Das ist eine sehr, sehr romantische Palette mit vielen Beerentönen. Also wir haben wirklich viele verschiedene Texturen, komme ich gleich drauf zu sprechen, aber alles im beerigen Style. Und das hat irgendwie nichts mit der ersten Retro-Palette für mich zu tun, wo ich das Konzept erst so ein bisschen schwierig fand als Look, aber dann gar nicht schlecht. Und hier sind wirklich nur diese rosa Beere, dunkel, sehr romantisch, kann man auch sehr sexy schminken. Farben drin, ist eine Palette im Vergleich zu der Bronze-Palette, die ja sehr, sehr warm ist, mal so ein Gegenspieler. Also das finde ich gar nicht schlecht, es mag nicht jeder diese warmen Farben. Vor allem, wenn ihr eine sehr, sehr helle Haut habt, könnten das wirklich sehr gute Farben für euch sein, weil sie so weich aussehen und halt immer irgendwie passen. Wir schminken davon Look. Ich habe tatsächlich auch schon damit gearbeitet. Ihr könnt es sehen. Ich habe 3 Farben benutzt, beziehungsweise 4, und war sehr zufrieden. Wobei ich sagen muss, dass auch hier wieder die Texturen ein bisschen anders sind. Wir haben hier einmal 4 verschiedene Texturen, soweit ich weiß. Einmal ein klassischer Matt. Das ist jetzt beispielsweise dieser Ton Mod oder Amara. Also ein klassischer matter Ton. Und dann gibt es aber noch diese Cream to Powder Finishes. Und die sind ganz besonders und die finde ich persönlich bei Natasha Denona am besten. Also das habe ich bei einer anderen Marke auch noch nicht gesehen, diese Textur in der Qualität. Die ist so ein bisschen weich, so ein bisschen wie feucht und ist sehr pigmentiert. Lässt sich dadurch natürlich
bisschen schwieriger ausblenden, ist aber für Akzente sehr, sehr gut gemacht. Dann haben wir einen klassischen Schimmerton, eher die leichten, so wie Helio und Swing und die Glitter Shades, die eher so ein bisschen in die Topper-Richtung gehen. Wir werden heute einige Farben benutzen und ich würde vorschlagen, ich komme ein Stückchen näher ran. Auf meiner Base, bevor die Fragen kommen, trage ich tatsächlich auch Natasha Denona Produkte, meine Contouring-Palette und als Blush benutze ich hier die Natasha Denona Blumenpalette wirklich. Also wenn ihr eine Face-Palette von Natasha wollt, gönnt euch die. Ich setze euch die mal unten mit rein. Sehr, 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 sehr gut. Zwei verschiedene Creams und dann zwei Highlighter bzw. Blushes. Können wir eigentlich noch ein bisschen mehr raufgehen, oder? Gehe hier, das ist meine absolute liebste Farbe. Gehe hier rüber und ihr habt dann wirklich diesen Rosy Touch Glow. Könnt ihr auf eine feuchte Base geben, könnt ihr auf eine trockene Base geben. Wir starten heute mal ein bisschen anders, als ich gestartet habe, als ich den ersten Look geschminkt habe. Ich stelle euch mal ein Stückchen dunkler, dann seht ihr, glaube ich, alles ein bisschen besser. Hier sind nochmal die Farben. Ich habe letzte Mal begonnen mit der Farbe Groove. Das ist ein normaler, klassischer Mattton. Ich möchte heute aber mit der Farbe Rebellion anfangen. Und das ist wieder so ein klassischer Natasha Denona Ton, also dieses Cream to Powder. Und das setze ich mir erstmal hier hin. Und jetzt könnt ihr sehen, ich nehme einen ganz, ganz kleinen Pinsel, wie intensiv dieser Ton ist. Soll ich euch noch ein Stückchen heranholen? Der ist sehr intensiv. Ich lehne mich mal hier so ein bisschen ran, dass ihr alles ein bisschen besser sehen könnt. Der so von der Textur ist, dass ihr, könnt ihr es im Pfännchen erkennen? Ich weiß es nicht. Der ist feucht. Und in dem Moment, wo ich ihn auf die Haut gebe und verblende, wird der pudrig. Das ist ganz verrückt. Ist dadurch natürlich extrem pigmentiert. Meine Base ist heute auch gesettet gewesen. Also ich gebe mir den Ton wirklich nur hier außen einmal hin. Und dann hier so ein bisschen nach oben. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das Ganze verblendet kriegen. Ich nehme mir einfach mal einen sauberen Pinsel und blende jetzt mal durch. Das ist jetzt mal spannend, wie sie die Textur gemacht hat. Das ist ja auch von Farbe zu Farbe unterschiedlich. Die lassen sich nicht alle gleich ausblenden. Aber ihr seht schon, ne? Also das ist nicht so einfach, diese Cream-to-Powder-Texturen auszublenden. Deswegen bin ich letzte Mal auch sicherheitshalber mit der zum Schluss raufgegangen, um das Ganze zu intensivieren. Ich gehe jetzt in die Farbe Groove. Das ist hier ein klassischer Matt und gehe hier einfach nochmal rüber. Und dadurch haftet die Farbe natürlich ein bisschen besser. Und ihr seht, wie dunkel und intensiv diese Farbe jetzt dadurch wird, ne? Und die kann ich dann gleich mit einem anderen sauberen Pinsel sehr, sehr gut ausblenden. Also, ich muss sagen, diese Natasha Denona Midi-Paletten, das ist nichts für Anfänger. Das ist, selbst ich bin manchmal, wo ich sage, so, das wird jetzt ein Spaß, das Ganze auszublenden. Es ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber es ist sehr, sehr zeitintensiv, wenn man mit diesen Cream-to-Powder-Formulas arbeitet. Wenn du wirklich nur mit diesen klassischen Matten arbeitest, Top-Qualität, gar kein Problem. Ich nehme jetzt nochmal einen sauberen Pinsel und gehe in die Farbe Amaro. Das ist hier so ein schönes Backsteinrot. Und gehe jetzt hier einfach rüber. Und jetzt seht ihr, dass sich diese beiden Farben extrem gut miteinander verblenden lassen. Ich gehe einfach nur hier rüber und blende dann nach oben. Und ihr habt einen perfekten, weichen Blend. Ihr könnt jetzt auch mittlerweile diese Cream-Farbe noch so ein bisschen mit nach außen ziehen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann in die Farbe Go-Go, auch das ist wieder ein Cream-to-Powder, ich mische da ein bisschen Weiß mit rein, um es heller zu kriegen, hier oben lang und wegblenden. Und jetzt habt ihr hier einen wirklich intensiven, dunklen Ton. Ihr könnt das Ganze natürlich intensivieren. Ich gehe dann wieder in die Farbe Rebellion. Und das ist das Schöne. Also mit diesen Cream-Farben kann man immer wieder rübergehen und das Ganze nochmal ein bisschen abdunkeln. Und dann gibt es ja auch hier noch die Farbe Apart. Auch das ist ein Cream-to-Powder-Ton, der wirklich schon fast ins Schwarz geht. Und damit habt ihr dann den dunkelsten Ton und den ziehe ich direkt hier nach vorne. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Amaro und blende mir hier oben die Kante einmal schön weich aus. Na, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist super intens. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Erfahrungen mit den Natasha Denona Paletten habt, was ihr an den Paletten mögt und was ihr vielleicht nicht so mögt. Ich muss sagen, also ich bin großer Fan von diesen Cream-to-Powder-Texturen, weil sie halt super viel Spaß machen zu benutzen. Aber es kann ganz schnell in die Hose gehen. Wir machen das Ganze jetzt mal noch ein bisschen anders auf der anderen Seite, dass ihr diesen Effekt auch seht. Ich starte mit einem fluffigen Pinsel und gehe hier in diese Farbe Amaro und gebe mir den hier oben hin. Und auch hier seht ihr, ne? Das ist ein super pigmentierter Ton, aber der lässt sich halt viel, viel leichter ausblenden. Wir machen mal zwei verschiedene Looks. Wir lassen das Ganze jetzt mal so. Ich gehe hier hinten noch ein bisschen lang. Oder, nee, komm, wir machen dasselbe. Ich mag das immer nicht. Ich finde, das sieht immer unordentlich aus. Und gehe dann mit der Spitze des Pinsels
hier vorne lang und intensiviere mir hier die Crease. Und ihr seht, ne, also wenn man erst mit den Pudertexturen arbeitet und dann mit den Cream to Powders, dann wird das alles weicher. Jetzt ist natürlich hier oben noch viel, viel mehr Platz. Und dafür gehe ich wieder mit dem sauberen Pinsel in die Farbe Go-Go und Amaro. Oder wie heißt das? Amara. Und blende mir das hier aus. Fertig. Und seht ihr hier, ne? Warte mal, so ist das Licht. Das ist hier. Das ist nicht matt. Das ist so ein creamy Finish. So, und jetzt seht ihr das Ganze auch nochmal auf die Entfernung, ne? Also das ist schon sehr intensiver Look. Ihr könnt aber auch heller gehen. Also ihr könnt recht klassisch gehen, wenn ihr hier beispielsweise Go-Go, Patty und Vivian benutzt. Auch das ist so ein Cream-Ton. Oder tatsächlich sogar ein bisschen kühler. Ich wollte euch jetzt hier alles zeigen, was geht. Spiegel ist übrigens wieder sehr, sehr gut. Also man kommt da überall mit ran. Und die Paletten sind nicht so schwer, dass man das nicht halten kann. Also ich mache das ja immer ganz gerne, wenn die Paletten nicht zu schwer sind. Ansonsten benutze ich meinen eigenen Spiegel. Amazing! Look at her! Dann nehme ich mir einen flachen synthetischen Pinsel, nehme einen hellen Concealer und wir ziehen uns endlich mal wieder eine Cut Crease. Das habe ich auch lange nicht mehr gemacht. In 1, 2, okay, das ging super, super einfach. Ich nehme jetzt hier nochmal die restliche Farbe, die ich hier dran habe und verblende den dunklen Bereich hier in die Crease. Und im Prinzip könnte man das Ganze jetzt wirklich auch mit diesem weißen Ton setten. Mache ich nicht, wir wollen natürlich die Shimmer benutzen. Die habe ich tatsächlich noch nicht benutzt, außer diese Topper. Und davon war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich wirklich gedacht habe, wo ist die Deckkraft? Ich nehme jetzt den Pinsel, der ist trocken. Mehr oder weniger trocken und gehe in die Farbe Swing. Das ist ein dunkler lila Ton, sehr cremig. Und hat Fallout. Presse nochmal. Der hat tatsächlich nicht viel Schimmer. Also das ist auch so ein dezenter Ton. Das finde ich aber, ich habe es mittlerweile verstanden, warum sie es so machen. Sie haben nämlich einmal diesen soften Schimmer und dann diese Topper Shades. Und wenn man dann so einen Gradient-Effekt zwischen diesem leichten Schimmer und dem Multischimmer nimmt, ist das sehr schön. Und jetzt mische ich mir die Farbe Psychedelic rein. Die sieht so ein bisschen aus wie eine Farbe von Alicia Marie und BH. Und wenn man beides mischt, hat man einen ganz, ganz anderen Ton. Und dann gehe ich vorne in die Farbe Glitz und stempel mir das rein und ziehe das dann über alle anderen Farben rüber. Für den unteren Wimpernkranz benutze ich einfach die Farbe Rebellion und als Inner Corner gehe ich in die Farbe Psychedelic. Wollen wir uns noch ein bisschen was auf die Lippen geben? Ich benutze hier einfach mal einen recht dunklen Ton. Lass den ganz kurz antrocknen und gehe dann mit meinem liebsten Nude-Ton rüber. Dann klebe ich mir einmal Lashes drauf, selbstverständlich meine eigenen. Auch die sind unten für euch im Shop verlinkt. Mittlerweile haben wir ja einige Produkte und der nächste Launch ist nicht mehr weit entfernt. So, die Lashes sind einmal aufgeklebt. Ich habe für euch nochmal extra im Vergleich 100K hier und She's Cute hier, dass ihr einfach wirklich den Unterschied sehen könnt. She's simple, she's cute und she's rich. Ich habe die Lippen natürlich auch nochmal anders gemacht. Das hat mir nämlich eben nicht gefallen. Bevor ihr fragt, wait a little bit longer, Freunde, was ich auf den Lippen trage. Ganz ehrlich, wunderschöner Look. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass sie schlecht ist. Das ist eine sehr, sehr gute Palette. Man kann viel damit machen. Auch wenn die Farben alle in derselben Farbfamilie sind, hätte ich mir vielleicht noch eine andere Spritze Grün vielleicht damit drin gewünscht. Definitiv. Aber ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr gute Palette. Ich freue mich, dass diese Cream-to-Powder-Formulas mit drin sind. Sie ist auch schon bei Sephora online. Ich verlinke sie euch selbstverständlich gerne einmal unten in der Infobox. Schaut gerne vorbei. Schaut gerne bei mir im Shop vorbei. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look sagt. Ich fühl's. I love it. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Und ich wünsche euch einen zauberhaften Abend oder wann immer ihr auch das Video schaut. Eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Passt auf euch auf.